Heute grüße ich dich noch einmal und weise hin auf diesen Film, den ich vor 6 Monaten gedreht habe, wie der erste Schnee gekommen ist, Oktober, November, und was sich daraus ergeben hat. Das heißt, da war die Baustelle, jetzt ist hier ein Alkohol, Tabletten, Psychopharmaka haben die Kinder weggeworfen, dann die Bagger haben die Bäume umgerissen, dass alles vermorscht, verrohrt ist. Das heißt, das, was die Baustelle aus daraus geworden ist, ist das. Also, das ist aus der Baustelle geworden. Wenn man schaut, weit und breit hat sich nichts getan. Also es wurde nichts verbessert, es wurde alles nur zertrümmert eigentlich im Grunde. Und 6 Monate ist es jetzt so streng geblieben. Das Einzige, was hier ist, ist, der Zaun ist jetzt umgeschmissen worden von irgendjemandem, verstehst? Der war zuerst halt ein Zaun, verstehst? Der die Baustelle abgrenzen sollte. Und jetzt ist alles leer und ist nichts getan. 6 Monate gelassen und selbst der Zaun noch queruliert. Also wieder zertrümmert durch Boswilligkeit oder sonst was. Mit Alkoholflaschen überall voll, wie man es sieht, und Tablettenschachteln. Hier überall Alkoholflaschen, siehst du hier? Alles Alkoholflaschen und Tablettenschachteln. Und alles Alkoholflaschen und Tablettenschachteln. Alles Alkoholflaschen und Tablettenschachteln. Verstehst? Und da kein einziger Parkplatz ist belegt, wie damals. Verstehst? Es lebt nichts. Und Müll und Alkoholflaschen. Und da kann nichts leben, weil es ist ein Friedhof. Der ist einfach vorgesehen, dass nichts lebt. Und hier kann nichts leben, weil das ist der Parkplatz, aber da ist schon 6 Monate kein Kunde mehr drinnen gewesen, wie das gesehen hat. Ich habe das belichtet. Verstehst? Und dann hat diese Autofirma hat kein einziges Auto mehr heraus, weil da sagen sie, sie weisen auf die neue Geschäftsstelle hin und ist auch gar nichts mehr, verstehst? Und ebenso bei diesem Autohaus weist auf neue Geschäftsstelle hin, ist alles leer. Der ganze Parkett, der Ausstellungsfläche ist leer. Und diese Waschstraße ist leer, also der parkt nichts und es schaut ohne elektrischen Strom aus. Also, und hier schaut alles leer aus, ist geparkt, kein einziges Auto. Nirgendwo, verstehst du, keine Jalousie, keine Vorhänge mehr und nichts, verstehst du? Und hier kein einziges Auto, es parkt nichts mehr, verstehst du? Und alles ist zu verkaufen, also Immobilien verpachten, verkaufen und zugesperrt. Auch keine Kanalanschluss scheint mehr zu sein und kein elektrischer Strom, kein Vorhang, kein nichts, kein Licht. Also alles leer, aber alles Mist, verstehst du? Alles Scheißpapier und alles, was du siehst. Und alles Farb und alles Friedhof und alles Scheiße und es lebt nichts mehr. Und wenn du jetzt schaust, zum Beispiel auf alle Parkflächen, es lebt kein einziges Auto abgestellt. Und dann aber geschäftigt die Weiber mit sehr teuren Autos, die 200.000-300.000 fahren vorbei. Den ganzen Tag, verstehst? Aber niemand hat irgendwo einen Leistungsbezug, verstehst? Das heißt, die leben dann alle auf Milliarden von verdonnerten Knallschulden, verstehst? Und dann ist klar, dann denken sich die Weibler, wenn sie jetzt Magistertitel haben oder sonst was, was wir könnten, ist die 40-50-jährigen Männer alle krank machen oder krank schreiben oder behindert schreiben und sie einfärben zu zweit in 8 Quadratmeter und dass sie sich gegenseitig beim Sterben zusehen können. Damit wir sagen können, wir verdienen pro Monat 10 oder 15.000 Kröten. Da können wir wieder mit dem teuersten Auto ohne Leistung zu machen im ganzen Leben umeinander fahren. Da sieht man alles Mädchen im teuersten Auto, die noch nie gearbeitet haben können, weil sie ja genau gar nicht zahlt sind mit 22 Jahren. Verstehst? Die haben das 10-fache eines Mann ist ja das ganze Leben als Physiker oder was gearbeitet hat, verstehst? Und alles Frauen mit teuersten Auto. Und es ist aber kein Geschäft, wo man einen einzigen Cent verdienen könnte durch ehrliche Arbeit. Und das geht dann auf 1200 Milliarden Dollar. Und der Mann wird eingesperrt, niedergespritzt und getötet, verstehst? Und es hat viele meiner Freunde gegeben, die sind mit dem Kopf gegen die Wand gebohrt und sind daran gestorben, verstehst? Und die Kinder selbst dort. Oh. Der bei diesem Treiben nicht mehr mithalten kann, verstehst du, der es nicht versteht, bei diesen kriminellen Strukturen sich dennoch zu Geld verhelfen, der geht da unter, verstehst du? Da gibt es manchmal Familien, die 3 Generationen untergegangen sind, also absolut in den Notstand, in mehr als Notstand, dann das sogar noch entzogen und dann in den Tod getrieben, verstehst du? Also wenn man es sieht, es gibt nichts, wo ein Leistungsbezug möglich wäre. Und dann fragt man sich, ja, wie können dann die ganzen Mädchen mit 22 Jahren eine Villa haben und die teuersten Autos haben, verstehst? Und ins Buff und überall sieht man sie, verstehst? Überall, verstehst? Wo der Glanz und die Haute Volée ist, aber nirgends eine Arbeitsstelle.
Und dann, ich bin der einzige Mensch, der das auflösen kann, weil ich seit 30 Jahren dann die Asyle besuche, wo wirklich die sterbenden Menschen dann zusammengepfercht sind. Verstehst? Und dann sehe ich, woher das Geld eigentlich kommt. Verstehst? In unserem System. Und was das aber für den anderen, für entmenschlichte Folter bedeutet, 30 Jahre heruntergeknüppelt zu werden. Verstehst? Damit der andere aus unverdienter Güte alles in tausend- und hundertfachen genießen kann, verstehst? Und der Mann muss mit dem Fahrrad fahren, der beste, schönste Mann, verstehst? Der schaut aus wie ein römischer Held, verstehst? Der muss mit dem Fahrrad fahren. Aber die Damen mit 22 Jahren haben Autokisten zu 800.000, verstehst? BMW 400 PS und so. Und das muss man auch einmal sagen, verstehst? Und der Mann muss zu Fuß gehen, verstehst? Oder mit dem Fahrrad fahren, mit Federn und alten Sasseltaschen, verstehst? Und dann am Straßenrand, wenn man wirklich am Verdürsten ist, ein Bier trinken oder einen brandheißen Schnaps. Und das muss man diesem Herrn auch sagen, verstehst du, dass er jetzt Mitgefühl hat. Und er hat bereits Mitgefühl, verstehst du? Er denkt logisch mit, Licht ins Dunkel, der Männerwelt und der Naturschutz, verstehst du?